Figuren und willkommen zu einem neuen Projekt Tomb Raider Legend. Ich erinnere mich vielleicht noch ein oder andere an sich an das Anniversary-Projekt, was ziemlich cool war, aber doch ihre ziemliche Scheißstellen hatte, auf Deutsch gesagt. Und ich versuche mich jetzt in Legend, das hatte ich schon mal gespielt, allerdings nur privat. Damals habe ich es einfach nur durchgespielt auf Medium, das heißt, wir werden jetzt natürlich jetzt auf schwer durchspielen, aber zusätzlich versuche ich so alle Secrets einzusammeln. Das wird jetzt nicht offiziell. Ich habe mir jetzt zumindest für die erste für das erste Level auf jeden Fall schon mal die ganzen Secrets ausgedrückt, wo was ist, und vielleicht schaffe ich es ja alle zu finden. Auf jeden Fall würde ich sagen, auf geht's. Wir spielen natürlich auf schwer. Wir ändern auch nichts wie in Anniversary-Projekt wegen bezüglich greifen oder nicht greifen. Wir lassen einfach alles so wie ist. Ich habe jetzt nur die Steuerung ein bisschen geändert, und zwar ja, weil Leertaste springt. Also, ja, okay. Das ist eigentlich völlig uninteressant für euch. Ich hoffe, man hört das Motorrad nicht. Nur weil man noch keine gefangen hat, kann es trotzdem welche geben. Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Die sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Yay. Da! Henry, was ist passiert? Ladycroft, leider, leider. Hier ist Bravo Tango. Oh, sieht nicht gut aus. Versuche, Querfahrschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab. Steuerbordmutter reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Das ist voll die diplomatische Antwort. Stürzen wir ab. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Oh, wir stürzen ab. Das ließ sich offenbar nicht vermeiden. Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Das hat sicher wehgetan. Ehrlich, Sid, das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, alles ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Klettern. Je Angeber. Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Entzückend. Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinestrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann wäre es doch nicht mehr spannend. Ich kann die übrigens wegtreten. Ja, damit beginnen wir. Wir sind in Bolivien und wir suchen Dinge. Wie immer. Das ist Tomb Raider. Mit links können wir schießen. Yay, das wollte ich schon wissen. Und E nachladen funktioniert bei der Level nicht. Ja, leider weiß ich nicht, wie die Pistole einsteckt, außer mit Y. Genau, das erste Secret ist hier hinten schon. Bam. Mit E müssen wir das aufnehmen. Ich streiche mir das mal an. Secret gefunden. Im ersten Level finden wir schon relativ viele Secrets. Yay. Ja, genau, links, rechts. Das hat Spaß gemacht. E, bam. Er funktioniert noch, falls du das meinst. Cool. Angeblich ist er wasserdicht. Du kannst sogar problemlos damit schwimmen. Außer du isst ihn. Dann musst du eine Stunde warten. So. Ich hoffe, das war der erste links, rechts, genau. So, wir müssen jetzt wo lang? Ah, genau, müssen den hier wegbewegen. So, bam. Und da unten ist das zweite, bam. Wunderbar, gefunden, bevor ich es übersehen habe.
Heißt, wir dürfen jetzt nochmal hier vorne rein, bam. Und hier springen wir. Leva, bitte, was ist das denn? Du willst doch nicht sterben, oder? Ich glaube, du willst nicht sterben. Ich kann einfach das Wasser laufen, auch gut. Voll die Strömung, aber mir ist es egal. Ist mir egal. Egal. Ah. So. Wir müssen jetzt hier rüber. Und hier hoch. So, dann bam. Hier hin. Und hier hoch. Mit E. So, wie gesagt, das Tomb Raider-Spiel, also Tomb Raider Legends, ist sehr viel linearer als Anniversary, was das ja auf den Original basiert. Also auf den ersten Teil. So, und jetzt müssen wir hier dran. Und ich habe es auch. Ich habe ewig gebraucht, um rauszufinden. Wenn du nicht aufhörst zu schwingen, muss ich kotzen, Lara. Kann sie nicht auf den Bildschirm. So geil, die Kommentare von dem. Wie ich mich überhaupt bewegen kann, hier auf dem Seil. Also hoch und runter. Wir müssen hier rein. Und. Bam! Danke. So, erstmal markiere ich mir das hier. So. Dann können wir mit dem entfernen. War es die? Nein. Welche Taste war das? Hier. Entfernen. Doch, es war entfernt. Können wir das Licht anmachen? Und hier hinten liegt irgendwo das nächste. Da. Bam. So. Ich hoffe, ich habe jetzt keine übersehen. Und dann kommen wir einfach hier wieder unten lang. Genau. Wir sagen, sind wir jetzt hier, wo wir gerade eben waren. Die Energie von der Batterie lädt sich automatisch wieder auf. Genau. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ich hoffe nicht. Das war's. Genau. Die Interaktionsmodus sagt dann immer irgendwelche Dinge, wenn ich irgendwas habe. Aber das sehen wir dann auch gleich noch, wenn wir in einem Raum sind, wo auch Dinge passieren können, nenne ich es mal. So. Das ist halt ein bisschen nervig, denn da können wir vorstellen, ich steuere mit WASD und der Maus und laufe natürlich dabei nicht im Kreis. Und... ich bin nicht im Kreis gelaufen. Okay, ging aber gefährlich. Und um an Entfernen ranzukommen, könnt ihr euch vorstellen, dass ich einmal über die ganze Taste zugreifen muss. Das heißt, immer wenn ich die Entfernen drücke, dann laufe ich kurz ohne Maus. Yay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier springen und die hätte ich nur mit einer Hand fest, aber ich drücke ganz entspannt alles. Wir müssen da hoch. So, ich könnte wetten, ich habe schon einen übersehen. Ich wette, ich habe einen übersehen. Vorsicht! Tief durchatmen, Zip. Sonst wird es eine lange Reise. Und mit E können wir extrem... du bist und bleibst eine Optimistin. Schnell hier lang gehen. Das wollte ich nicht. Bitte lever dich um. Danke. So. Jetzt können wir hier hochklettern. Ich glaube, jetzt kommt auch der. Oh, das war aber knapp. Alter, Kamera dies. Genau. So. Genau, wir können es wie immer wie in Anniversary. Das ist ja dieselbe Engine. Ich glaube, Anniversary kam danach. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Schuldet mir was. Alter, das ist voll das Sinn. Ja, ich werde es Robin selbst sagen. Gib ihm das Funkgerät. Ich leg mich mal auf die Lauer. Du hast die Klippen unter der Ladezone gesehen, da kommt. Ich prügel dich mit mir. Okay, dann. Weißt du, wer er ist oder für wen er arbeitet? Kein blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist es gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Ich sag aber niemand, den ich abknallen kann. So, hier gibt es ja garantiert auch ein Secret. Was sagt denn meine Anleitung? Magnethagensprung erst als nächstes. Ah, da. Bam. Da. Da, einsammeln bitte. Danke. Damit haben wir den Punkt erwartet auch. Bis jetzt haben wir, glaube ich, nichts übersehen. Ah ja, ich werde das hier, ich weiß nicht genau, wie ich es mache, aber ich werde wahrscheinlich immer ein Level aufnehmen. Und dann gibt irgendwo in der Mitte einen Cut bezüglich des Parts. So 15 Minuten eh.
So. Genau, jetzt haben wir da quasi eine Schwungplattform erschaffen. Du darfst loslassen, Eva. Mit was? Wie leid ist das denn los? Okay, da muss ich einfach runterspringen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich loslasse. So, da bam. Hier dran. Das war nah dran, Eva. Nah dran. Alter, was ist los? So. Genau, jetzt kommt der Magnet haben. Nächstes Mal findet ihr den nächsten Magnet haben. Ich springe direkt irgendwo hier. Wahrscheinlich. Ja. Warte, Magnet hat mal Q, ne? Genau, und E ziehen dann halt. Bam. Aber ist dir niemand nicht abknallen kann. Und dann? Ist er dann rumgesprungen? Nein, er tanzte herum. Schreiend und brüllend und so. Echt? Dem hätte ich in den Arsch getreten. Ja, ist klar, Mann. Als er schreiend auf... Ich sehe es. Bam. So. Wer sind diese Kerle? Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen, Ruinen genau, zu befreien. Genau. So. Ja, wir haben die auch abgeknallt. Hier sind irgendwelche Leute, die Stress machen, die niemanden haben, um mir abzuknallen zu können. So, was sagt denn unsere... Nein, das war das Falsche. Ich glaube, Person 1 war das. Das hier. Interaktionsmodus. Yay. So. Ich denke mal, wir müssen einfach hier dran springen und dann... Ganz entspannt hier dran. Was auch immer entspannt ist. Und nach oben. Müssen wir hier hoch? Nee. Ach, jetzt kommen die Lineare. So, ah, da oben. Oh, easy. Leichtes Versteck. So, mit E und WASD können wir hoch. Mal sehen, ob wir da rankommen. Ich denke schon, ich hoffe es doch. Wie es immer noch durch diese Lineare durchklickt, das haben die also nie gepatcht. Ui. Und bam. Das haben wir auch. Wunderschön. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich einfach nur wieder hier dran springen. Nein, natürlich können wir das nicht. Danke, Lehrer. Ich finde, der Kamerawinkel ist auch irgendwie ein bisschen klein. Man sieht gerade leider nicht wirklich viel. Also, wenn ihr denkt, ich habe gerade eingesenkt, dass ihr gerade sehr wenig vom Spiel seht, ihr habt recht. Ich sehe auch sehr wenig vom Spiel ab und zu. Und halt diese automatische Kamera. Also, das Einzige, was ich hier beeinflussen kann, ist halt der Kamerawinkel um Lehrer herum. Lass es leider das Einzige. So, und jetzt wieder hier dran. Ich denke mal, wir müssen hier noch drüben. Und dann von da auf die andere Seite. Und bam! Was war das denn? Okay. Das ist sehr komisch. Warum hat sie das gerade nicht geschafft? Hä? Egal. Weiter geht's. Machen wir dein drittes Mal oder so. Weiß doch nicht. Habt ihr die Zeit? Habt ihr auch gerade Zeit? Ich hoffe's. Ich würde mir halt ein bisschen höher klettern. Warum haben sie gerade den Sprung nicht geschafft? Das ist mir irgendwie auch gerade sehr rätselhaft. So, wenn ihr den jetzt nicht sprach, dann... Danke! So. So. Und bam. Und bam. Und ein Korn. Okay. Genau, jetzt bam.